brauche ich ja nicht. Ich will jetzt mein Handy verwenden. Jetzt fängt's an, ein bisschen Gott kriegen. Bist du jetzt aufgeregt? Ja, ich krieg jetzt Herz. Jetzt bist du aufgeregt. Ja! Ja, das Panorama hinter dir ist auch gut. Versuch einfach mal bitte reinsteigen. Der springt vom Hof auf. Für dich heute? Ja, ich fühle mich nicht ganz so top wie das letzte Mal, weil dazwischen war schon ein bisschen Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat. Aber ich habe heute früh genau geguckt, wie das mit dem Wind ist, weil der Wind war mir ja hier besonders. Ich habe mir auch extra diesen Termin um 11 Uhr ausgesucht, weil ich beobachtet habe, dass praktisch in den Nachmittagsstunden der Wind auffrischt. Und das wollte ich natürlich nicht. Also habe ich jetzt den 11 Uhr Termin genommen. Und ich denke, das sieht gut aus. Warum hat das letztes Mal nicht geklappt? Naja, das letzte Mal war ich ein bisschen zu leicht. Keine 80 Kilo auf die Waage gebracht. Bei dem Wind hätte ich die notwendig gehabt und da haben sie praktisch gesagt, dass man nur mit 80 Kilo da hoch darf und springen darf, weil man ansonsten eben doch ein bisschen durch den Wind abkommt vom Seil. Ja gut, dann fahren wir jetzt nochmal aufs Hochholz und dann machen wir gleich nochmal, gucken wir mal vom Dach. Dann schauen wir mal, wie tief das ist. Ne? Dann schauen wir mal, wie tief das ist. So tief kommt mir das gar nicht vor, weil ich habe schon an höheren Abgründen gestanden und mich vergnügt, weil ich Abgrund gucken gut finde. Jetzt hängt sie da. Gott. Hätte, wie war es denn? Also für mich war es sehr aufregend, das jetzt mal filmen zu dürfen hier. Ne? Ja, also am Anfang dachte ich, ich würde gar nicht so sehr aufgeregt sein. Als ich dann in die Nähe dieser Balustrade kam, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kriegst du wenigstens ein bisschen Herzklopfen. Und dann vorne, das eigentliche Kribbeln fängt an, wenn du da vorne direkt an dem stehst, wo es sozusagen du dich nach vorne beugen musst. Dann fing es an zu kribbeln. Da ich aber vorher schon gespürt habe, wie sozusagen, wie das da trägt, hast du Vertrauen. Sodass ich mich also gut trotz der Tiefe nach vorne beugen konnte, so, und dann loslassen. Und dann hängst du da in der Luft und dann lass ich dich. Erstmal in der Luft, dann hat er mich rumgedreht, damit Uta mich auch richtig gut filmen kann und dann wieder vorgedreht und dann los. So schnell ist es ja nicht. Ich dachte ja, es ist ein bisschen schneller. Also ganz freier Flug ist es nicht. Ich denke mal, wenn man Bungee-Jumping macht, ist es noch mal ein Kick schneller, weil du da ja nicht an dem Seil hängst und nicht am Seil lang gleitest. Und ich hoffe, wenn ich nächstes Jahr dann hier fliege. Womit? Naja, hier Sprung, ein Fallschirmsprung hier. Ah, okay. Mhm. Oder hier so. Wie heißt das? Drachen hier Drachenfliegen oder irgend so ein Flying da macht, dann ist das immer noch mal ein bisschen anders. Aber ein Sprung, denke ich mal, so aus dem Flugzeug ist dann richtig freier Fall. Da habe ich schon gehört, dass natürlich die Windgeschwindigkeit ein bisschen anders. Aber es ist absolut klasse, kann ich nur empfehlen. Und auch unten ankommen ist so einfach und so wenig stressig. Also der Fall als solcher, der ist überhaupt nur klasse. Würdest du dir wünschen, dass jemand anderes auch springt? Und wenn, dann wer? Warte mal. Jeder darf springen. Wer soll springen? Du! Okay, alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Yes. Yes. Cool. So, gleich rein. Hey, cool.